Dein Sound, deine Stadt. Mathe 1. Die neue Radiosendung bei Radio Hanau. Mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Mit mir, Jens Gottwald. Und mir, Kevin Krichton. Einschalten. Jeden Samstag ab 13 Uhr. Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Willkommen auf der Mathe 1. Heute mit der geballten Frauenpower Mona Witt aus Hanau. Influencerin darf ich nicht sagen, wurde mir gerade schon gesagt, sondern Content Creatorin. Und ja, herzlich willkommen bei Radio Hanau auf Mathe 1. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Mona. Du hast heute ein Programm, The Frame of You, mitgebracht, über das wir sprechen wollen. Und ich weiß, du willst mir gleich ins Wort fallen, weil es ist kein richtiges Programm. Das hast du mir im Vorfeld schon verraten. Aber lass uns erstmal darüber sprechen, was hat dich auf diesen Weg geführt? Ja, erstmal noch Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich habe meine Stelle gerade verpasst. Alles gut, kein Problem. Genau, du hast mich ja schon netterweise etwas anmoderiert. Genau, ich nenne es nicht Programm. The Frame of You ist mein ganzheitliches Coaching-Konzept. Und damit helfe ich Menschen, sich langfristig wohlzufühlen, von innen und außen. Und ich nenne es nicht Programm, weil Programm hat immer sowas, ja, so ein bisschen so Diätprogramm, so schnell irgendwie abnehmen. Strenge Regeln, restriktives Verhalten, bringt das so mit sich und das möchte ich nicht vermitteln, das gibt's bei mir auch nicht. Und deine Frage war jetzt, wie ich dazu gekommen bin, ne? Genau, was dich auf den Weg geführt hat. Genau, boah, also wo fange ich da an, weil das ist ein längerer Weg. Wir haben Zeit, unsere Zuhörer sind gespannt, leg los. Ja, also letztendlich habe ich ja mit Instagram damals einfach angefangen eigentlich für meinen eigenen Werdegang. Also ich bin so ein bisschen immer mehr in den Fitnessbereich gegangen, wollte Muskeln aufbauen, habe mich mehr für das Thema Ernährung interessiert. Sport habe ich eigentlich schon immer gemacht, aber nicht so Kraftsport. Und meinen eigenen Werdegang habe ich damals so ein bisschen begleitet mit Instagram. Habe da einfach Leute kennengelernt, habe mich ausgetauscht und habe gemerkt, okay, ich kann anderen Leuten helfen, sowohl im sportlichen als auch im Ernährungsbereich. Einfach durch Motivation und Inspiration, positives Vorleben, hatte da damals noch gar nicht so den Gedanken, okay, ich mache da unbedingt was Berufliches draus. Dann hat sich das so weiterentwickelt, das ging einige Jahre, also damals war das auch noch gar nicht so. Also man hat da nicht gesagt, okay, ich werde jetzt Influencer oder so. Dann habe ich auch meine Ernährungsberaterlizenz gemacht, ich habe mein Studium fertig gemacht im Sportmarketing bzw. Sportmanagement und habe dann auch immer schon so im Hinterkopf gehabt, okay, ich möchte mich gern selbstständig machen und auch am liebsten irgendwo in diesem Bereich. Aber so richtig gemacht habe ich das dann die ganze Zeit doch noch nicht und dann... Das war dann eigentlich Anfang der Pandemie, also als wir alle ein bisschen mehr Zeit hatten, über uns selbst nachzudenken vielleicht, habe ich so für mich entschlossen, okay, ich möchte unbedingt in den Bereich gehen, Ernährung, und habe dann gesagt, okay, ich helfe sowieso tagtäglich schon Leuten auf Instagram und möchte das einfach jetzt auch beruflich machen und habe dann mein Coaching entwickelt und bin dann halt zu diesem ganzheitlichen Konzept gekommen, weil natürlich einmal, weil ich Ernährung und Fitness verbinde miteinander, aber auch, weil ich gesehen habe, okay, ich habe zwar schon lange diese Ernährungsberaterlizenz, aber irgendwie hat mich was aufgehalten, da ja als Ernährungsberaterin anzufangen, weil ich wollte eben nicht so strikte Pläne einfach nur schreiben, weil ich gesehen habe, okay, das hilft zwar immer für eine kurze Zeit, aber langfristig führt das oft zu Frustration bei Leuten, weil sie dann danach nicht mehr wissen, was sie machen sollen, weil niemand macht das halt sein ganzes Leben. Und so bin ich so zu meinem ganzheitlichen Konzept gekommen, was eben mehr als nur ein Programm ist. Okay, spannend. Ich habe gerade festgestellt, wir haben tatsächlich einen ähnlichen Ausbildungshintergrund. Ja? Also selbst Ernährungsberater und Sportmanagement studiert. Bleiben wir aber bei dir. Wie sieht denn so ein üblicher Tag bei dir aus? Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich, denn sowohl als Content Creator mache ich ja viele Videos, also ich mache vor allem Rezeptvideos auf meinem Instagram-Account, das heißt, da drehe ich manchmal was ab, nicht jeden Tag, aber das heißt, dann stehe ich eher in der Küche und drehe da irgendwie Videos ab oder ich habe halt meine Coaching-Calls von meinem Mentoring. Genau, da, das sind ja 1:1 Plätze, das heißt, ich habe da Videocalls mit den Leuten, ich mache alles online und stehen immer verschiedene Anzahl an Terminen an oder es kommt mal so ein Termin wie der hier zum Beispiel dazwischen und dann bin ich hier. Also, und natürlich bringe ich noch meinen Sport dazwischen, das muss auch immer sein.
Ja, ich habe gesehen, du hast ein kleines Laufband unter deinem Schreibtisch. Ja, ich habe ja im Vorfeld mich auch ein bisschen informiert. Und das empfiehlst du tatsächlich für Büroleute, die den ganzen Tag im Büro sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war etwas, was ich schon sehr, sehr lange wollte, aber ich hatte nie Platz dafür und dann bin ich nach Hanau gezogen tatsächlich und hatte dann meine erste eigene Wohnung. Davor habe ich immer eher so in WGs gelebt und hatte da jetzt nicht so den Platz und dann dachte ich, okay, ich will unbedingt ein Laufband unter meinem Schreibtisch, weil ich habe das nicht eingesehen, den ganzen Tag einfach nur rumzusitzen. Ich hatte auch Probleme mit Rückenschmerzen und ich wusste, okay, ich muss mich bewegen und stand auch viel, bin immer rumgelaufen einfach in der Wohnung, aber ja, wenn du arbeiten willst, musst du halt irgendwie mal am Schreibtisch sein, so zumindest wenn du am PC arbeitest. Und deswegen habe ich mir ein Laufband geholt und das steht da jetzt super stolz drunter, ist das beste Möbelstück in meiner ganzen Wohnung und ich kann es nur empfehlen. Viele zweifeln ja, dass man daran arbeiten kann, aber es geht sehr, sehr gut. Tatsächlich kann ich mich sogar besser darauf konzentrieren, wenn ich darauf laufe, weil das so ein bisschen so monoton einfach gehen ist und ja, funktioniert super und kann ich nur empfehlen. Da muss ich selbst mal drüber nachdenken, weil ich bin so ein Kandidat, wenn ich telefoniere, muss ich mich immer bewegen. Ja. Ja, jetzt müssen wir uns anschaffen, bei uns im Büro. Ja, erklär uns doch mal ganz kurz, wo du zu finden bist. Also du hast gesagt, du vermarktest dich selbst, du vermarktest aber auch dein neues Mentoring, Coaching und The Frame of You. Sind es jetzt die Namen dieser Kanäle? Wo genau bist du da zu finden? Ja, ich habe angefangen ja mit dem Jimoni-Account und das ist auch immer noch mein größter Account. Da mache ich halt die Rezeptvideos. Das ist alles über vegane Ernährung und da ja leckere Ideen und schnelle und einfache Rezepte vor allem. Da habe ich auch dann Richtung E-Books und sowas entwickelt, also Rezepte-E-Books. Und The Frame of You ist ja mein ganzes Coaching-Konzept. Das heißt, das ist eher so die Firma dahinter quasi und Jimoni bin eher ich. So, also ich bin zwar auch immer noch die, die ganzen Mentorings macht, im ganzen Konzept von The Frame of You und man sieht mich auch auf dem Account, also es gibt nochmal einen extra Instagram-Account dazu, aber ich sehe das eher so, dass das halt mein ganz, da geht es vor allem um diese Bereiche Ernährung und Mindset auf dem The Frame of You-Account, also weil ich auch da den größten Fokus drauf habe, auch wenn es ein ganzheitliches Konzept ist und bei Jimoni mache ich wirklich eigentlich nur hauptsächlich Rezepte. Okay, für wen ist denn dieses Mentoring The Frame of You gedacht? Ja, wie vorhin schon so ein bisschen erwähnt, für alle eigentlich, die sich wohlfühlen wollen, vor allem Frauen habe ich bei mir im Mentoring, langfristig wohlfühlen wollen und eben nicht nur von außen, also nicht nur irgendeine bestimmte Zahl auf der Waage erreichen, sondern langfristig etwas innen verändern. Also weil das Problem, würde ich sagen, ist bei vielen ja, dass sie eigentlich wissen, wie gesunde Ernährung funktioniert, so grob zumindest, aber es nicht umgesetzt bekommen und dabei helfe ich letztendlich, weil es hat viel mit, jetzt wird es ein bisschen deeper, viel mit Mindset zu tun, also Glaubenssätze, richtige Zielsetzung, aber auch Ängste, also teilweise haben Leute einfach Angst davor, so sehr zuzunehmen, dass sie sich nicht trauen, mehr zu essen und ganz oft bei Frauen sehe ich das, dass sie extrem, extrem wenig essen durch Crash-Diäten und dann natürlich irgendwann bist du in so einem Teufelskreis, ist dann irgendwie nur deine 1200 Kalorien und ja, bist natürlich nicht so happy. So macht nicht so Spaß in der Regel. Verbieten sich alles und kriegen dann richtig Angst vor Lebensmitteln, vor mehr Essen und ja, das da helfe ich raus. Also ein gesünderes Essverhalten letztendlich. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Du unterscheidest Coaching und Beratung. Erklär uns das doch mal bitte. Ja, also im Sinne von Ernährungsberatung und Ernährungscoaching, weil Ernährungsberatung ist halt, zumindest wird das ja meistens so verbunden mit klassischem Ernährungsplan. Und wie gesagt, das funktioniert ja auch kurze Zeit, aber ich helfe gerade den Leuten, die damit Probleme haben, danach dann weiterzumachen oder denen das einfach zu restriktiv ist, die das nicht wollen. Es ist jetzt auch mal vielleicht noch zu unterscheiden zwischen Spitzensportlern zum Beispiel oder Sportlerinnen, die da irgendwie einfach den Plan haben, ne, für ihr Training und halt normalos, sage ich mal. Ja, und deswegen beim Coaching versuche ich einfach eher anzuleiten oder Ideen mitzugeben und die Leute auch selbst nachdenken zu lassen, nicht nur einfach nach einem Plan zu essen, damit sie dann halt eben auch ohne mich weitermachen können und nicht für immer in meiner Hand laufen. Okay, ich schaue jetzt mal ganz bewusst zum Jens rüber. Der hat ja eine Coaching-Ausbildung durchlaufen. Würdest du dem Ganzen beipflichten, Jens, oder?
Ja, ja, na klar. Also da könnten wir jetzt natürlich noch weiter in die Tiefe gehen, aber Mona hat es schon richtig formuliert. Ja, das eine sind einfach nur klassische Ratschläge. Da geht man zu einem Fachmann und möchte etwas hören oder einer Fachfrau hier respektive. Und im Coaching, da ist letzten Endes die Fachfrau oder der Fachmann man selbst und der Coach, der leitet einen höchstens an und führt einen ein Stück, aber er wird tunlichst keine Fachauskünfte erteilen und keine Vorschriften machen in irgendeiner Weise. Und dafür gibt es Methoden. Deswegen sagten auch der eine, der Berater hat Fachkompetenz und der Coach hat halt eben die Methodenkompetenz. Eine Frage noch, bevor es in die erste Unterbrechung geht. Ja, unsere Zuhörer können dir auch folgen. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Wie würdest du die Privatperson Mona Witt beschreiben, im Gegensatz zu dem, was Menschen dort vielleicht auf diesem Kanal sehen können oder den beiden Kanälen sehen können? Und wie beginnt ein perfekter Tag für dich, abseits der Kamera? Also erstmal vielleicht zum perfekten Tag. Der beginnt tatsächlich auf meinem Laufband, auf meinem Schreibtisch. Ich sage ja, ich liebe meinen Laufband am Schreibtisch. Einfach ganz entspannt, vor allem in Ruhe. Also ich habe sehr gern einfach meine Ruhe am Morgen. Ich möchte da noch mit niemandem sprechen. Ich möchte einfach nur gucken, okay, was steht an heute, mich sammeln. Am besten Sonne und schönes Wetter natürlich, aber wer will das nicht? Ja, und das Laufband im Sinne von nicht, dass ich da joggen gehe drauf, sondern einfach, dass ich... Das ist so mein Ritual irgendwie. Ich stehe auf, mache mich fertig und dann mache ich mir meinen Tee und gehe aufs Laufband und gucke, was steht an heute und fange da an zu arbeiten. Und dann die zweite Frage war ja, wie die zwei sich so unterscheiden, ne? So ein bisschen meine Person hinter der Kamera und vor der Kamera. Ja, genau. Eigentlich nicht so wirklich. Also ich würde sagen, hinter der Kamera steckt halt noch ein bisschen mehr so, aber an sich, das Feedback kriege ich auch sehr, sehr oft, dass ich... sehr so bin, wie ich halt auch in meiner Instagram-Story bin zum Beispiel. Also generell werde ich als sehr offene und immer lachende Person wahrgenommen und ich glaube, das verkörper ich auch auf meinen Accounts. Also von daher, und ich glaube, so bin ich auch in echt. Dementsprechend unterscheidet sich das gar nicht so viel. Also ich versuche da schon, ich selbst zu sein letztendlich. Okay, schön zu hören, dass man... ich sag mal, auch die Person Mona Witt wirklich kennenlernt, wenn man dir folgt und nicht irgendjemand, der unreal da dann irgendwas verkörpern möchte, was er dann selbst privat gar nicht ist. Mhm. Ja. Ich hoffe, du hast einen Musikwunsch mitgebracht, denn wir gehen jetzt in die Unterbrechung. Gute Frage. Tatsächlich gar nicht. Ich bin richtig schlecht, was sowas angeht, mir Namen zu merken von Liedern, aber vielleicht hast du einen Vorschlag. Bestimmt. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir im Fundus von Radio Hanau was für dich haben. Lass dich überraschen. Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine Ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility-Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info@pacecon.de. Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Zurück auf Matte 1. Hallo, herzlich willkommen. Heute mit Mona Witt, Content Creatorin, wie wir gelernt haben. Und liebe Mona, wie man unschwer erkennt, die Figur verbindet uns beide nicht. Es sind doch etwas unterschiedlich, aber was ich gerade mitgekriegt habe, das Coaching verbindet uns. Und da würde mich natürlich interessieren, was und wie viel bedeutet dir persönlich die Arbeit mit Menschen? Ja, also erstmal danke fürs Übernehmen von Content Creatorin. Aber ich weiß gar nicht, ob man Content Creatorin eigentlich sagt oder Content Creator, aber ist auch egal. Was bedeutet mir die Arbeit mit Menschen? Einfach zu helfen letztendlich. Also ich mache ja in die Richtung, wirklich dabei zu helfen, sich wohlzufühlen und wie ich vorhin schon gesagt habe, eben nicht nur von außen, so dass das Gewicht stimmt oder was auch immer da das Ziel ist, sondern vor allem von innen, weil ich glaube, dass das einfach ja langfristig der beste Weg ist. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, sehr gut und ist ja auch bis jetzt ein langer Weg, den du gegangen bist.
Daher die Frage, so ein Mentoring-Programm oder ein Mentor, hättest du dir das früher auf deinem Weg selbst auch gewünscht? Ja, auf jeden Fall. Das sage ich auch immer. Also damals, kurz zu meiner Story vielleicht auch, wie es dazu auch so nochmal ein bisschen kam. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, aber ich habe gesagt, ich bin in den Fitnessbereich gegangen und ich war halt immer eher sehr, sehr dünn tatsächlich. Also ich bin nicht dick jetzt, offensichtlich, aber ich war einfach nur dünn quasi und nicht so wirklich, ich sah nicht so wirklich trainiert aus und das hat mich immer so ein bisschen gestört und ich war eher zu dünn als Kind, also gar nicht, weil ich jetzt irgendwie extra zu wenig gegessen hätte oder sowas, also ich hatte keine Essstörung oder sowas, aber ich war halt einfach so, weil ich war immer aktiv und habe halt so gegessen, wie ich Lust hatte und es hat mich dann irgendwie gestört und deswegen habe ich ja dann auch mit dem Kraftsport angefangen und ja, dann habe ich halt auch gemerkt, okay, ich will was ändern, aber irgendwie so richtig geändert habe ich es nicht. Und im Nachhinein kann ich jetzt sagen, um die lange Story mal ein bisschen abzukürzen, dass ich einfach so eine Blockade hatte. Also ich hatte Angst eher so vor dem Zunehmen. Also ich wollte nie am Bauch zunehmen und deswegen wollte ich dann auch nie in eher einen Muskelaufbau gehen. Und diese Angst habe ich dann selbst damals bekämpft und deswegen helfe ich jetzt vor allem auch vielen dabei, ja, diese Angst auch zu bekämpfen. Nicht, dass alle immer zu dünn sind, aber diese Angst vorm Zunehmen ist bei vielen da. Und genau, da hätte ich mir damals auch gewünscht, dass jemand mir geholfen hätte. Ich habe auch Coachings schon gemacht in anderen Bereichen. Also ich weiß, dass es sehr, sehr sinnvoll ist. Und mittlerweile mache ich das eigentlich immer so, wenn ich einen schnellen Weg irgendwo hin will auch. Weil warum nicht davon nutzen, dass jemand schon da ist, wo ich hin will, denke ich mir immer. Und das hat mich bis jetzt immer weitergebracht. Also sowohl bei meiner Selbstständigkeit habe ich mich coachen lassen, als auch schon im sportlichen Bereich, im Calisthenics habe ich mich auch coachen lassen. Und jedes Mal dachte ich mir, okay, ich habe einfach so viel Zeit gespart und Nerven auch einfach. Ja, also ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt das Gleiche denken und werden sagen, klingt super und kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Du hast gerade deine Selbstständigkeit angesprochen und du hast uns verraten, das zählst du, glaube ich, als einen deiner größten Erfolge, dass du dich selbstständig gemacht hast. Ja. Was steckt da dahinter? Was meinst du damit genau? Einfach, also nicht, dass es jetzt so eine Tortur war irgendwie, dass ich mich selbstständig machen kann, aber einfach diesen Schritt zu gehen, weil es ja schon ein großer Schritt. Auch natürlich kommen da Ängste hoch irgendwie, Glaubenssätze, das ist dann vielleicht auch Thema, bin ich gut genug, ist ja auch bei vielen so. Oder dann auch diese Angst einfach, okay, schaffe ich das? Wobei die Angst tatsächlich gar nicht so groß bei mir war, weil ich hatte schon immer irgendwie den Wunsch ja nach Selbstständigkeit, durch meine Eltern auch so ein bisschen vorgelebt, Selbstständigkeit. Dementsprechend wusste ich auch, ja, okay, es funktioniert schon, ist zwar ein ganz anderes Gebiet, aber ja, einfach da diesen Schritt zu gehen, ist für mich ein sehr, sehr großer Erfolg, einfach weil ich es auch überhaupt nicht bereue und sehr, sehr froh bin, den Schritt zu machen, weil es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Also es war immer nur so, okay, wann mache ich es? Nicht, ob ich es mache, sondern wann mache ich es? Und ja, das dann letztendlich zu entscheiden und damals ja auch meinen Job zu kündigen und zu sagen, okay, nö, ich gehe jetzt einfach, ich mache mich komplett selbstständig und auch da mich nicht von der Angst irgendwie einholen zu lassen und das dann nicht zu machen. Ich glaube, viele bleiben eher so in ihrer Komfortzone ganz gerne und das ist ja auch in der menschlichen Natur. Ja, aber wie man sehen kann, hat sich's ja gelohnt. Also ja. Wie du sagst, das ist ein schöner Erfolg und damit eine tolle Sache. Ja, kommen wir zurück zu dem Thema Influencern. Es sind doch sehr viele unterwegs, sagt man immer wieder, die etwas vorleben, aber dahinter steckt dann doch gar nicht so viel Inhaltliches. Ja. Gerade auch im Bereich jetzt Ernährungscoaching und diversen Programmen. Wie siehst du das? Ja, das stimmt definitiv. Also kann man natürlich nicht für jeden einfach so sagen, aber natürlich gibt es da auch schwarze Schafe und deswegen hat es schon manchmal ja fast einen negativen Touch, wenn man irgendwie sagt, ich bin Coach und dann kann man so, ja, noch so ein Coach, habe ich auch schon öfter gehört, aber kommt halt dadurch, dass manche Leute sich einfach so bezeichnen, ohne halt irgendwie wirklich was vorzuleben, positiv oder ja, einen positiven Einfluss zu haben. Deswegen auch dieses Thema mit dem Influencer-Sein, hatte ich ja vorhin erwähnt. Ich glaube, da waren die Mikros nämlich gar nicht an, aber als wir vorhin noch geredet haben. Genau, da hatte ich ja auch gesagt, Influencer wird ja auch immer so negativ behaftet gesehen, so ja, die Influencer da, die machen mal ein paar schöne Bilder und dann ist gut, aber da habe ich auch schon gesagt, Influencen, also beeinflussen tut ja eigentlich jeder irgendwo und das ist halt immer eine Frage, wie man es nutzt, ne? Also ob man es positiv oder negativ macht. Ja, eben klar, absolut. Und ich glaube, gerade mit diesem Thema Coaching ist natürlich auch noch ein Problem, dass viele
einfach das Label draufkleben, Coaching, und in Wahrheit ist es einfach eine Beratung. Mm, oh, ja. Und kennen den Unterschied halt gar nicht. Und da muss man genau hinschauen. Ja, was bekommt man? Nämlich, wenn es nur eine Beratung ist, ist es einfach Fachkompetenz und eine Beratung, Punkt, und eben gerade kein Coaching. Ja. So wie du es jetzt machst. Ja. Also du willst damit sagen, nicht einfach in irgendeine WhatsApp-Gruppe eintreten, um einen Ferrari zu kriegen, sondern tatsächlich auch mal hinterfragen, wer macht dieses Coaching? So sieht's aus. Und gibt's da überhaupt einen Ferrari? Ganz einfach. Ja, kommen wir zu was ganz anderem. Kurzen Break. Einer unserer Partner der Sendung ist ja die Firma Pacecon aus Erlensee. Sie steht für Objektschutz insbesondere und damit für Sicherheit. Was bedeutet für dich in deinem Leben Sicherheit? Sicherheit bedeutet für mich, glaube ich, einfach das tun zu können, was ich möchte. Also letztendlich auch die Freiheit irgendwo zu haben. Also Sicherheit und Freiheit gehören ja irgendwo immer zueinander. Also zu viel Sicherheit ist weniger Freiheit meistens, aber zu viel Freiheit ist ja auch weniger Sicherheit. Aber ich glaube, beides ist wichtig. Und irgendwie, um eine Freiheit zu haben, das machen zu können, was man möchte, ist auch eine gewisse Basis an Sicherheit ganz gut. Also sei es jetzt finanziell, sei es jetzt Background von Familie, Freunde zu haben. Okay, wenn irgendwas ist, ich weiß, ich habe ein Umfeld, das mich stützt. Sehr schön. Wir machen eine kleine Pause, eine kurze Musikunterbrechung und sind gleich wieder zurück. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle. Echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH. Echte Werte, echte Sicherheiten. Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de. Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Wieder zurück auf Mathe 1, heute mit der Content-Creatorin Mona Witt. Wir kommen zu unserer schnellen Fragerunde und liebe Mona, kurze Antworten, manchmal auch mit einer Begründung, wie du möchtest. Ja. Mhm. Starten wir los. Was liebst du an Hessen? Frankfurt und die Skyline. Nächste große Reise geht nach? Hoffentlich mal endlich nach Kanada, habe ich mir schon länger vorgenommen. Oh, sehr schön. Kulinarischer Ausgehtipp, aber natürlich bei dir vegan? In Hanau gibt es leider nicht so viel. Darf ich auch Frankfurt was nennen? Ja, also wie wir gerade lernen, Hanau hat Nachholbedarf, aber sehr gerne. Nenn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was aus Frankfurt, bitte. Okay, da war ich nämlich gestern erst im Kuli Alma in Frankfurt. Das ist so israelisch und alles komplett vegan, sehr, sehr lecker. Und ansonsten asiatisch gibt es auch, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Ong Tao, auch komplett vegan, das eine. Es gibt zwei Locations und einer davon ist komplett vegan. Sehr, sehr lecker. Schön. Dein Lieblingsfilm? The Game Changers. Espresso, Kakao oder grüner Tee? Espresso. Und dein größter Erfolg bis heute? Naja, meine Selbstständigkeit. Ja, das wie wir schon angesprochen haben. Okay, super. Dann nur noch eine kurze Frage. Wie kam es dazu, dass du dich, sag ich jetzt mal, heute schon mittlerweile, glaube ich, seit über 2 Jahren komplett vegan ernährst? Mhm. Was war der Auslöser? Es gab nicht so einen Auslöser, also es war eine Entwicklung eigentlich. Ich habe jetzt nie so richtig viel Fleisch gegessen oder sowas. Das war zum Glück auch so, dass wir immer mal vegetarische Gerichte hatten etc. Es war für mich normal. Aber ich habe mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt, also einfach dem ganzen Hintergrund, was läuft da ab, wie werden die Sachen produziert, was passiert, wenn ich ein Milchprodukt konsumiere, das ist nicht nur, okay, die Kuh hat Milch über, sondern die Kuh will es ihrem Baby geben, so in die Richtung. Also einfach mal ein bisschen mehr mit dem Hintergrund beschäftigt und habe das dann Schritt für Schritt einfach etabliert und mir auch selbst die Angst genommen, also diese Angst vor, okay, dann kann ich ja gar nichts mehr essen, so was ja viele auch denken, habe es einfach ausprobiert und hatte auch die große Angst natürlich, dass ich meine Proteine nicht decke im sportlichen Bereich, im Kraftsport. Aber die Angst konnte ich mir auch sehr schnell nehmen, habe da einfach ausprobiert. Und dann habe ich im Januar gesagt, 2020, genau zum neuen Jahr, ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus, komplett vegan. Und
Ich habe tatsächlich es irgendwann vergessen. So, also ich war einfach die ganze Zeit vegan, den Monat, und irgendwann so, ah ja, ich mache ja schon den ganzen Monat vegan. Und es war einfach super einfach für mich dann, weil ich auch diesen Vorlauf hatte natürlich. Ich habe eigentlich nur noch ein paar Sachen irgendwie vegetarisch gehabt, also mit Milchprodukten, so Thema Schafskäse oder Magerquark im Sportbereich. Das waren so meine Dinger und Eier. Und die sind dann halt langsam rausgeflogen. Ich habe halt gemerkt, okay, es gibt eigentlich für alles einen Ersatz, wenn ich es unbedingt haben will. Beziehungsweise ich habe mich einfach gelenkt quasi mit einfach neuen Sachen. Ich habe ganz viel Neues ausprobiert und so kam es dann dazu und habe gemerkt, okay, es ist viel einfacher, als man denkt. Und mir ging es gut damit. Ich hatte keine Probleme. Also, und dementsprechend dachte ich mir, okay, warum sollte ich dann wieder zurückgehen, wenn ich so ja auch noch anderen Lebewesen helfen kann? Ja, dann verrat uns doch mal, was du in Zukunft noch so vorhast. Vielleicht ein veganes Restaurant in Hanau? Ja, leider möchte ich nicht im Gastronomiebereich arbeiten. Ja. Übrigens gibt es tatsächlich eins, das ist aber nur tagsüber, das ist die Vitaminbar in Hanau. Da, wie gesagt, aber glaube ich nur tagsüber, deswegen leider nicht zum Abendessen geeignet dann. Was habe ich noch so vor? Einiges. Also die Liste ist lang. Ich bin gerade am Buch schreiben tatsächlich für das ganze Thema, was ich ja auch mit meinem Mentoring behandle, also das Thema Essverhalten und Mindset, die Kombination. Und Rezepte-E-Books werden auch noch kommen, jetzt zur Weihnachtszeit. Wir sind gerade am Entwickeln von Rezepten, jetzt schon weihnachtlich. Ist nicht ganz so geil bei dem Wetter, aber, man muss ja früh anfangen. Und da kommt noch einiges mehr. Und ich glaube, wenn man mir auf Instagram folgt, kriegt man das meiste auch mit. Da verrate ich immer mal so hier und da so kleine Sneak Peeks. Und da wird auf jeden Fall, wenn die Neuigkeiten kommen. Ja, ich habe das ja in letzter Zeit gemacht. Meistens ist es passiert, dass ich danach am Kühlschrank war und hatte Hunger. Also kann man schon einiges entdecken auf deinem Kanal. Du bist Content-Creatorin und hast natürlich diverse Partner, ja, die dich auf deinem Weg begleiten. Was würdest du sagen, nehmen viele Partner Einfluss? Lässt du dich davon auch so ein bisschen von deinem Weg abbringen oder wie hältst du das? Ich habe ja eigentlich nur Kooperationspartner, eigentlich ja nur einen richtig festen im Supplement-Bereich auf Instagram beim Jamoni-Account, aber jetzt für das ganze The Frame of You-Konzept habe ich ja keine Partner jetzt irgendwie, die mich mit irgendwelchen Produkten oder sonst was unterstützen, darum geht's ja auch gar nicht, und habe eine Geschäftspartnerin im The Frame of You-Konzept, aber da werde ich natürlich positiv beeinflusst von ihr im Sinne von Zusammenarbeit, was mir auch sehr, sehr hilft. Aber ansonsten jetzt auf die Kooperationspartner bezogen, ist eher inspirierend, um die Produkte dann irgendwie einzubauen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt daraus kreieren oder wie kann ich das machen? Ist ja Proteinpulver dann im größten Bereich und das macht die Rezepte auch manchmal leichter proteinreich. Ja, du hast verraten, dass der größte Erfolg deine Selbstständigkeit ist oder diesen Schritt, ihn einzugehen. Auf welche Erfahrung, trotz vielleicht auch im Vorfeld eines Coaching, hättest du gern verzichtet? Auf jeden Fall auf den ganzen Steuer- und Buchhaltungsteil. Der macht nämlich überhaupt keinen Spaß. Ich glaube, da kann dir jeder Selbstständige beipflichten. Ja, aber ganz anderes Thema, auch vielleicht das Thema Coaching zurückzuführen, die Frage, wie gehst du mit Krisen um? Bei Krisen versuche ich natürlich erst einmal mal ruhig zu bleiben, wie man das sollte. Ob das dann so stattfindet, ist die andere Frage. Aber ja, was mache ich da? Vor allem einfach das langfristige Ziel mal anschauen. Okay, was will ich denn überhaupt erreichen langfristig? Und auch, ich glaube, es hilft mir sehr, das Wissen zu haben, dass es halt nie einfach nur steil bergauf geht, sondern es kommen halt immer Krisen dazwischen. Das ist wie am Aktienmarkt. Und dass da einfach zu gucken, okay, ich steigere mich jetzt nicht ins Problem rein, sondern Sachen anzunehmen und zu gucken, okay, was kann ich daraus machen? Erstens, also entweder ich mache was draus und sehe es als Chance oder ich schaue, okay, wenn das jetzt so ist und ich kann nichts dran ändern, was mache ich damit? Also was ist die Lösung? Was für Lösungen gibt es? Und dann eher mich auf die Lösung zu konzentrieren, statt auf die Probleme. In dem Gesamtbild, was wir jetzt von dir bekommen haben, ist, du bist so Anpack-Mentalität, ne? könnte man schon so sagen. Ja? Wir haben nochmal die Frage, was auch Richtung Coaching geht, wie wichtig ist Selbstbehauptung im Leben?
Selbstbehauptung ist sehr, sehr wichtig, denke ich, auf jeder Ebene. Einfach, ich merke es in meinem Mentoring sehr extrem, weil da sind viele, die sehr, sehr gerne helfen anderen und versuchen da alle Bedürfnisse und Wünsche von ihrem Umfeld zu erfüllen, aber sich selbst dabei vergessen. Und deswegen ist es so, so wichtig, einfach zu, ja, auch die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und zu sagen, okay, ich möchte dies und das oder ich wünsche mir dies und das und auch auf sich selbst da zu hören und sich selbst auch als wichtig anzusehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz und schön zu sehen, dass du, ich sag mal, auch mit dieser Frage oder mit diesem Thema konfrontiert bist im Mentoring. Ja, liebe Mona, vielen Dank für deinen Besuch auf der Matte 1. Sag uns doch nochmal abschließend, wo findet man dich? Wie findet man dich? Hau raus. Sehr, sehr gerne. Genau, auf Instagram ist ja mein Hauptaccount, einmal Jemoni mit den Rezepten, den veganen, leckeren und einfachen fitnessgerechten Rezepten. und dann habe ich noch den The Frame of You Account, wo es um mein Mentoring geht, um das gesunde Essverhalten, sowohl auch auf meinem Podcast. Kein Essen ist auch keine Lösung, heißt der. Und der behandelt auch diese Themen Mindset und Ernährung eigentlich. Da kommt jede Woche etwas. Und wenn man Lust hat auf ganz viele Food-Taste-Tests, also einfach, wo ich vegane Produkte neue vor allem teste, aber auch sonst noch ein paar Infos gebe und ja, ein bisschen Unterhaltung, bin ich auch noch auf YouTube zu finden, genauso wie auf Instagram mit Jemoni. Wird übrigens mit einem M geschrieben und zwei O. Ja, vielen Dank. Und ja, lieber Jens, was machen wir heute am schönen Samstag noch? Ja, sowieso ins Kinopolis gehen, aber was anderes jetzt noch, das schreit ja förmlich nach einem gemeinsamen Kurs. Moni macht die Selbstbehauptung und wir die Selbstverteidigung. Kevin, was ganz anderes mal wieder. Könnte auch was Tolles sein. Ansonsten schön, dass du da warst. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke auch. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächsten Samstag. Bis dann. Tschüss. Ciao. Dein Sound. Deine Stadt.